Der Rio Lempa ist der längste Fluss El Salvadors. Er versorgt etwa 3 Millionen Einwohner mit Wasser. 90% seiner Wasservorkommen sind bereits kontaminiert. Deshalb ist der Erhalt der letzten sauberen Wasserreserven extrem wichtig für das kleine mittelamerikanische Land, das lediglich so groß wie Hessen ist. Bergbauprojekte boomen allerdings in Mittelamerika und verschmutzen die Umwelt weiter. Sie führen außerdem zu Menschenrechtsverbrechen und gewalttätigen Konflikten. Vor allem wollen die transnationalen Unternehmen El Salvadors Goldreserven ausbeuten, die hier unter der Erde liegen. Zurzeit stehen die Minen allerdings still, da seit 2008 ein Moratorium auf allen Bergbauprojekten im Land besteht. Das Moratorium ist ein Erfolg der Anti-Bergbau-Bewegung, bedeutet aber keine gesetzliche Verankerung des Verbots. Das Unternehmen Musiana Gold, früher Pacific Rim, verklagt jetzt allerdings den Staat El Salvador vor dem Schiedsgericht der Weltbank auf 301 Millionen Dollar Entschädigung, da es nach Erkundungsarbeiten keine Lizenz zum Abbau bekommen hat und jetzt für ihren potenziell entgangenen Gewinn entschädigt werden möchte. In den ländlichen Gemeinden regt sich Widerstand gegen neue Minenprojekte, seit die Commerce Group, ein Bergbaukonzern, der in den 80er Jahren in der Gegend San Sebastian aktiv war, die Gegend stark verschmutzt zurückgelassen hat. 2009 wurden 3 Anti-Bergbau-Aktivisten ermordet und bis heute wurden die Hintergründe dieser Verbrechen nicht aufgeklärt. Bergbaugegner werden weiterhin bedroht. Seit Ende 2014 organisieren sich die Gemeinden mit Volksbefragungen gegen die Pläne der transnationalen Unternehmen. Ihr Ziel ist es, ein nationales Bergbauverbot zu erreichen. Sie befürchten, das Moratorium könnte jederzeit aufgehoben werden. In einer selbstorganisierten Volksbefragung stimmten am 8. November 2015 99,6% der Gemeinde Acatao gegen den Bergbau. Acatao ist die bislang 4. Gemeinde in El Salvador, die eine derartige Entscheidung getroffen hat. Damit diese Volksbefragungen gesetzlich verbindlich sind, muss der Gemeinderat anschließend eine Verordnung gegen Bergbau verabschieden.